Es ist Samstagabend. Hallo und herzlich willkommen zur Hessenschau. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ja, eingeschaltet war auch eine Kamera im Rheingauer Wald, die eine Wolfsfamilie gefilmt hat. Wie sich die Tiere in Hessen vermehren und was das bedeutet. Und in Offenbach waren heute die Hobbyradler los bei den Stadtmeisterschaften. Die Blicke der anderen, das Getuschel hinter dem Rücken oder sogar offene Beschimpfungen und Übergriffe. Mit solchen Dingen sind Menschen, die zum Beispiel homo-, bi- oder transsexuell sind, immer wieder im Alltag konfrontiert. Beim Christopher Street Day in Wiesbaden heute übernehmen Sie die Initiative, ziehen die Blicke und die Aufmerksamkeit gezielt auf sich. Auch um Mut zu machen, offen zur eigenen sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität zu stehen. Regenbogenstimmung in Wiesbaden. Fröhlich, bunt und laut demonstrierte heute die queere Community für ihre Rechte. Mittendrin Manuel Wüst. Der 34-Jährige hat sich vor Jahren bei Familie und Freunden geoutet und das lief gut. Allerdings im Alltag hakt es noch häufig und zwar an der Toleranz der anderen. Was nervt, ist natürlich immer abwägen zu müssen. Wo kann ich wie offen sein? Ich kann in vielen Teilen in Deutschland und an vielen Gelegenheiten sehr offen sein, aber ich muss es trotzdem in jedem Moment abwägen. Also jeder Moment, den ich in der Öffentlichkeit verbringe mit einem Partner, muss abgewogen werden, wie nah kommen wir uns. Besteht eine Gefahr oder besteht keine Gefahr? Auch wenn sie meistens nicht besteht, muss ich trotzdem darüber nachdenken. Und das schränkt mich in meinem Leben ein. Er bedenkt stets, wem er was von sich erzählt. Denn abfällige Bemerkungen belächelt werden oder Anfeindungen gibt es immer noch. Ich kann nicht einfach sagen, okay, ich war mit meinem Partner am Wochenende da und da. Also ich kann es schon, aber in dem Moment ist es ein Coming-out und Leute wissen etwas über meine Sexualität. Viele Leute sagen dann, naja, Sexualität gehört doch nur ins Schlafzimmer. Aber nein, Sexualität bedeutet auch Liebe, bedeutet Partnerschaft und das ist eben auch im Alltag spielt auch im Alltag eine Rolle. Seit 15 Jahren engagiert er sich deshalb für die queere Community, zu der jeder gehört, der etwas abweicht von der sogenannten Norm. Trotz vieler Erfolge im Kampf gegen Diskriminierung, es gibt noch viel zu tun. Ich gehe mit meinem Freund Händchen halten durch die Wiesbadener Innenstadt und kriege einfach Kommentare, die da nicht hingehören. Die Stimmung ist nicht so, wie sie sein sollte und wir haben eher das Gefühl, es geht ein bisschen zurück. Als dass es voranschreitet. Letzte Woche ist hier in Wiesbaden das Regenbogenbanner der Jugendkirche Kana abgerissen worden. Rund 2000 Menschen, Queere und Nicht-Queere, zeigten auch deshalb heute Flagge. Homo- und transfeindliche Einstellungen wie in Polen oder Ungarn sollen hier nicht zunehmen. Ich setze mich für die queere Community ein, weil ich es eigentlich traurig finde, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man Menschen so annimmt, wie er einfach ist. Für Toleranz und schönes Zusammenleben. Es ist Gleichheit für alle, auch gleiche Liebe für alle. Deshalb sind wir dabei. Wir wollen einfach zeigen, dass es mehr gibt als einfach nur das Heteronormale, was so irgendwie jeder so kennt. Also es stört doch eigentlich keinen. Es sieht gut aus. Paff. Der Christopher Street Day in Wiesbaden. Eine politische Feier, auf der Spaß und gute Laune nicht zu kurz kommen. Ja, genauso wie der Christopher Street Day in Wiesbaden wurden im vergangenen Jahr auch die Stadtmeisterschaften in Offenbach wegen Corona abgesagt. Doch dieses Jahr durften sich die Hobbyradler wieder aufs Bike schwingen und die Strecke abfahren. Die war zwar kurz, hatte es aber in sich. Die Strecke, anspruchsvoll, enge Kurven, immer im Kreis, 40, 50 Mal und mehr, je nach Wettkampf. Heute geht es in Offenbach rund beim Radsport- und Kulturfest. Nervenkitzel für Groß und Klein. Er ist jetzt schon auf Position 6. Joi! Ich bin jetzt eigentlich hier, um Rennen zu fahren. Amy Heath tritt das erste Mal bei der Offenbacher Stadtmeisterschaft an. Erst vor kurzem zog die Hobbyrennfahrerin mit ihrer Familie von Australien nach Hessen. Jetzt direkt die Startnummer 1. Wenn das mal kein Glück bringt. Man muss viel mal um die Ecke gehen, fahren und dann schnell fahren, um mit der Gruppe zu bleiben. Das wird, glaube ich, schwierig sein.
Aber es geht heute nicht nur um Sport, auch um Genuss und Kultur. Ein kleines Bürgerfest haben sie hier aufgebaut. Und tatsächlich, die Tour de France 1980 führte sie durch Offenbach. An diese Zeiten möchte Jürgen Bamberge erinnern und kam so auf die Idee zum Radsportfest. Zwar tritt nur die Hobby- und Amateurklasse an, hinter den Profis aber müsse sich niemand verstecken, sagt er. Sie sind gut trainiert und fahren mit einem hohen Niveau. Also sie fahren wirklich schnell. Sie werden keine Stunde brauchen für die 40 Kilometer. 40 Kilometer, das heißt für Emi 40 Runden im Kreis fahren. Jetzt kommt es auf die richtige Taktik an. Ich muss ein bisschen schneller werden, glaube ich. Und es geht los. Mitmachen können alle, die sich sicher auf dem Rennrad fühlen, denn die Kurven haben es in sich. Immer wieder abbremsen und beschleunigen kostet Kraft. Für Emi zu viel. Sie fällt zurück. Der Rundkurs für die Zuschauer dagegen ein Erlebnis. Im Minutentakt kommen die Fahrer vorbei. Das ist gerade gut, dann kann man ja auch die Abstände besser einschätzen und dann sieht man auch, wer sich richtig Mühe gibt und wer schafft. Gerade für die Kinder ist es dann hier spannender, als wenn man irgendwo die Leute nur alle Stunde vorbeikommen sieht. Die Stadtmeisterschaft hat in Offenbach Tradition. Walter Bär erinnert sich gerne an die alten Zeiten. In den 1950er Jahren holte er gleich zweimal den begehrten Titel. Da waren Franzosen dabei. Und international war das. Und war ganz gut. Die sind ganz schön gefahren hier. Immerhin, heute fährt eine Australierin mit, doch viel Glück hat Emi nicht, andere sind schneller. Da hilft auch das Anfeuern von Mann und Kindern nichts. Ich bin ganz Letzter. Nicht schlimm? Nein, ist nicht schlimm. Ich würde nur ausprobieren. Und nach dem Rennen ist ja vor dem Rennen. Nächstes Jahr will sie wieder mitmachen. In Offenbach gab es übrigens noch nie eine Frau als Stadtmeisterin. Und wir machen weiter mit dem Nachrichtenüberblick. Wie gewohnt, kurz und knapp zusammengefasst. Innerhalb eines Tages sind dem Robert-Koch-Institut 181 weitere Corona-Infizierte in Hessen gemeldet worden. In diesen 24 Stunden wurden zwei Menschen registriert, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. Die hessenweite 7-Tage-Inzidenz ist leicht angestiegen auf 18,9. Zweimal im Jahr in Hofheim am Taunus die Inatex, Europas größte internationale Fachmesse für nachhaltige Textilien. 200 Aussteller sind gekommen mit anderen Ansprüchen als die klassischen Modelabels. Zu sehen sind Kollektionen mit ausgefallenen Materialien. Dieses Unternehmen beklagt die Vermüllung der Weltmeere. Was hier zu sehen ist, ist Plastikmüll, der Fischern in die Netze geraten ist. Daraus sind nun Rucksäcke geworden. Eintracht Frankfurt hat das Freundschaftsspiel gegen AS Saint-Étienne mit 2:1 gewonnen. Es waren Neuzugänge in Frankfurt, die das Team in Führung schossen. Christopher Lenz traf in der 12. Minute und Rafael Santos-Borri verwandelte in der 41. Minute einen Foul-Elfmeter. Saint-Étienne kam in der 74. Minute zum Ausgleichstreffer. Zu dem Spiel heute waren 10.000 Zuschauer im Stadion zugelassen. Kein Freundschaftsspiel, sondern Fußball in der 3. Liga. Torlos. Der SVW in Wiesbaden und TSV 1860 München trennten sich 0:0. Seit 4 Jahren ist René Rock Fraktionsvorsitzender der FDP im Hessischen Landtag und seitdem auch immer Gesprächspartner im hr-Sommer-Interview. Die ersten 4 waren alle in Seligenstadt, das ist die Heimatstadt von René Rock. Doch in diesem Jahr wollte er uns am Flughafen treffen. Was der Grund dafür ist und warum er Zweifel am Maskenzwang hat, das und mehr, hat er uns im Sommer-Interview verraten. Also Madrid wäre ganz vorne und Athen. Also Sie das schon mal? Also in Madrid war ich schon, das ist eine super Stadt, aber Athen war ich tatsächlich noch nicht. Etwas Neues sehen, etwas erleben in der Sonne, raus aus der eintönigen Corona-Zeit. Das reizt den FDP-Fraktionsvorsitzenden, der sich auch deswegen den Flughafen als Ort des Sommerinterviews ausgesucht hat. Wir sind einmal im Jahr in Urlaub geflogen und das konnten wir natürlich die ganze Zeit jetzt nicht machen. Und das fehlt natürlich schon, also es treibt einen schon so ein bisschen das Fernweh um. Raus in den Urlaub, aber auch raus aus Corona ist im Sommerinterview ein großes Thema. Was sind die nächsten Schritte? Rock sagt, vor allem weg mit der Maskenpflicht. Jetzt, sofort.
Die juristische Begründung, meine Rechte einzuschränken, ist ja, dass ich andere Menschen gefährde. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann darf es das auch nicht geben. Und darum finde ich die politische Diskussion fast, ich finde die falsch, sondern ich habe eigentlich meine Rechte wieder. Aber nach Ihrer Meinung hieße das, verstehe ich Sie richtig, dass wer jetzt doppelt geimpft ist, eigentlich auch keiner Maskenpflicht mehr unterliegen sollte? Also das muss doch eine Risikoabschätzung sein. Und wenn ich eben den anderen Menschen nicht mehr eine geringe Wahrscheinlichkeit habe, die Krankheit noch zu übertragen, dann macht das auch keinen Sinn mehr. Und da bin ich schon der Meinung, dass man die nicht mehr zwingend tragen muss. Aber wer natürlich sie tragen will, darf die ja auch weiter tragen. Niemand wird gezwungen, die Maske abzusetzen. Aber ich werde nicht mehr gezwungen, sie aufzusetzen. Der beste Schutz gegen Corona, das Impfen. Ein Zwang dazu dürfe es nicht geben, sagt Rock. Aber wer sich nicht impfen lassen wolle, der müsse eben mit Einschränkungen durch Masken und Tests rechnen. Ja, ich glaube, Impfpflicht würden wir über das Ziel hinausschießen. Also wir haben ja andere Möglichkeiten. Und es ist aus meiner Sicht auch die Verantwortung des Einzelnen, zu entscheiden, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Wer hier am Flughafen ungeimpft aus dem Urlaub zurückkommt, muss ab morgen verpflichtend einen Test vorlegen, hat die Bundesregierung entschieden. Das lehnt Rock ab. Auch dass Reiserückkehrer diese Tests selbst bezahlen müssen, findet er nicht in Ordnung. Wenn der Staat zu diesen Tests zwingt, soll der auch die Kosten übernehmen, sagt der FDP-Mann. Anders sieht er das bei den bisher kostenlosen Bürgertests im Inland. Verstehe ich Sie richtig, wer zum Privatvergnügen, zum Beispiel um in ein Restaurant zu gehen, einen Test braucht, der soll ihn selbst zahlen müssen? Naja, ich bin schon der Meinung, dass wenn ich jetzt privat was unternehme, was eine gewisse Auflage hat, dann muss ich auch dafür sorgen, dass ich daran teilnehmen kann. Weg mit der Maskenpflicht, kein Impfzwang und ein Ende der Gratis-Bürgertests. Das sind die Positionen des FDP-Fraktionsvorsitzenden im hr-Sommer-Interview am Flughafen. Dem Fernweh hat René Rock übrigens heute noch nachgegeben. Es ging aber nicht nach Madrid oder Athen, sondern mit der Familie in den Urlaub nach Italien. Und wenn Sie noch mehr über die Reiselust von René Rock wissen wollen, schauen Sie sich doch das Sommerinterview in voller Länge an, zu finden auf hessenschau.de oder in der Mediathek. Seit ungefähr 2 Jahren leben in Hessens Wäldern wieder Wölfe und jetzt hat ein freilebendes Paar zum ersten Mal Nachwuchs bekommen. Die Familie wurde im Rheingau-Taunus-Kreis von einer Wildkamera gefilmt. Ja, was bedeutet das jetzt für die Wolfsentwicklung in Hessen und wie nah kommt der Wolf den Menschen? Müssen wir jetzt Angst haben, wenn wir in den Wald gehen? Wir haben nachgefragt. Ein bisschen unscharf, aber der Beweis. Hessen hat jetzt eine Wolfsfamilie mit 2 Welpen, die etwa 3 Monate alt sind. Eine kleine Sensation auch für das Team vom Forstamt Rüdesheim. Ulrike Haus, Harald Löschner und Jan Stepper. Sie sind mit uns im Wald unterwegs auf Spurensuche. Ein bisschen abseits der Stelle, wo die Wölfe entdeckt wurden, denn... Das ist für uns alle neu. So, und das ist natürlich ganz besonders. Und den Bereich wollen wir natürlich nicht stören. Ne? Wir freuen uns, dass Sie da sind und wollen den Bereich nicht beunruhigen. Denn Wolfstouristen würden die Tiere nur verscheuchen. Das Video stammt aus einer von 6 Wildkameras. Seit dem Frühjahr wissen die Förster, dass ein Wolfspaar im Wald lebt. Seitdem machen sie Wolfsmonitoring im Auftrag des Wolfszentrums Hessen. Mit Proben von Kot oder gerissenem Wild und Video- und Fotobeweisen. Diese Kamera kommt direkt an eine Kreuzung. Wir hängen sie an den Kreuzungsbereich von mehreren Wegen, weil auch die Wölfe diese Wege benutzen. Einfach hier die Wahrscheinlichkeit auf dem Kreuzungsbereich, einen Treffer zu landen, einfach am größten ist. Also es ist hier wie so ein Treffpunkt und viele markieren auch an solchen Stellen viele Wölfe und deshalb hängt die Kamera genau hier. In Hessen gibt es seit 2019 nachweislich Wölfe. Inzwischen sind es 4 Einzeltiere. Im Norden, im Stölzinger Gebirge und bei Ludwigsau, im Vogelsberg nahe Ulrichstein, im Odenwald bei Waldmichelbach und jetzt die Wolfsfamilie im Rheingau. Auch Wolfsexpertin Susanne Jokisch freut sich über den Nachwuchs. Keine Angst, der Rheingau werde nun keine Wolfshochburg. Denn im Gebiet des Rudels vermehren sich nur die Eltern. Die jungen Wölfe müssen in 1-2 Jahren wegwandern. Und da komme es auf deren Abenteuerlust an.
Ein Wolf aus Sachsen ist schon mal nach Weißrussland gelaufen, ein anderer nach Dänemark. Und es gibt aber auch andere Tiere, die eigentlich eher zu Hause bleiben wollen sozusagen und eigentlich nur eine kleine Schleife drehen und sich dann benachbart zum Elternterritorium niederlassen. Das Wolfsmonitoring soll jetzt viele neue Infos bringen. Gibt es vielleicht noch mehr Welpen? Welches Geschlecht haben sie? Und wie verändert sich das Leben im Rheingauer Wald? Für die Forstleute eine spannende Aufgabe. Wir erhoffen uns, dass es das Ökosystem komplett macht. Bisher fehlt uns diese Spitze, die Beutegreifer fehlen bisher. Und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt auch Veränderungen für das Leben allgemein im Wald sehen. Ich löse mich jetzt bewusst so ein bisschen von den Menschen, sondern es geht darum, wie entwickelt sich dieser Naturraum. Noch haben die Forstleute die Wölfe selbst nicht gesehen. So versteckt lebt das Rudel im Rheingauer Wald. Und das, sagen sie, soll auch lange so bleiben. Wer in Frankfurt eine Wohnung sucht, weiß, dass das gar nicht so einfach ist, eine zu finden, vor allem wenn sie bezahlbar sein soll. Deshalb soll neuer Wohnraum auch etwas außerhalb der Stadt entstehen, denn da gibt's noch Acker und andere Grünflächen, auf denen man bauen könnte. Doch nicht alle wollen da mitspielen. Darum geht's im vorletzten Teil unserer Wochenserie. Der Riedberg, Frankfurts vorletzte Stadterweiterung gen Norden. In den 90ern geplant und dann in Schwierigkeiten geraten. Obwohl schon damals der Boden knapp war, wurde mehr auf die Wünsche der Kunden als auf die Stadtplaner gehört. Locker bebaut, mit viel Platz für Autoverkehr und Stellplätze. Verschwenderisch mutet das Viertel an, was den Flächenverbrauch angeht. Ein Vierteljahrhundert nach Planungsbeginn. Erst in letzter Ausbaustufe kam die Wende. Geschosswohnungsbau. Insgesamt dichter geplant. Nun leben etwa 16.000 Menschen hier. Dort, wo früher Äcker waren, wie diese alten Luftbilder aus dem Landesamt für Bodenmanagement zeigen. Im Nordwesten Frankfurts ist Stadtplaner Peter Kreisel mit Schülerpraktikantinnen unterwegs. Seit Jahren untersucht er, wie sich die Stadt hierhin ausdehnen könnte. Jährlich ziehen mehr Menschen nach Frankfurt zu, als Wohnraum entsteht. Deswegen sollen Äcker weichen. Der Untersuchungsraum, der ist sehr groß, 550 Hektar. 190 Hektar sind jetzt für eine Siedlungsentwicklung angedacht. Immer aus dem Landschaftsraum heraus, wie wir hier auch sehen. Und auch diese 190 Hektar sind ja nicht Beton, sondern es wird es Grünflächen geben, Straßenbäume und so weiter, wenn man dann sich für diese Entwicklung entscheidet. Und wir tun das ja nicht ohne Not, darüber nachzudenken. Man mag das schön finden oder nicht, aber es ist ein Fakt. Und planen heißt ja, sich darauf vorzubereiten. Und alle Gemeinden im Rhein-Main-Gebiet müssen ihren Beitrag leisten. Wurden 1995 noch 80% der Wohnungen im Umland gebaut, sind Stadt und Umland jetzt in einer 50-50-Situation. 2019 entstanden insgesamt nur noch 10.000 neue Wohnungen. Denn auch rund um Frankfurt werden die Flächen langsam knapp. Keiner weiß das besser als Thomas Horn, der Direktor des Regionalverbandes. Er sieht vor allem Frankfurt selbst in der Pflicht. Da muss man natürlich auch hier mal mehrere Wahrheiten benennen. Die Stadt Frankfurt leistet sich einen Grüngürtel mit fast 11.000 Hektar. Das bedeutet natürlich, dass ich natürlich einen geringeren Entwicklungsspielraum habe, wenn ich an Wohnbebauung denke. Es ist natürlich so, dass ich auch in der Politik Mitstreiter brauche. Doch die Bürgermeister der Umlandgemeinden planen lieber so, dass die Probleme in Frankfurt bleiben, meint Architekt und Architekturkritiker Peter Kaczola-Schmal. Die Bürgermeister sagen, sie wollen bestimmte Gruppen nicht so sehr haben. Deswegen bevorzugen sie Reihenhaussiedlungen. Sie möchten nicht fünfgeschossige Blocks haben, in denen dann 40% Sozialwohnungen sind. Weil die Nebenkosten müssen sie tragen. Die Kindergärten oder in solchen Fällen das Wohngeld zahlen und so weiter. Also das ist nicht populär. Und solange wir keine Verwaltungsreform haben, die solche Dinge für die ganze Region bestimmen kann, wird es schwierig. Aber so kriegt man natürlich auch keine Wohnung zusammen. Die Folgen werden Sie auch in diesen Gemeinden auch spüren, dass wenn Ihre eigenen Kinder ausziehen, dass die dann sagen, wir finden nichts. Darum zurück zur Nordwesterweiterung. Die Planfläche gehört insgesamt 234 Eigentümern. Ihnen bot die Stadt Frankfurt an, die Grundstücke zu einem Anfangswert abzukaufen. Nicht der Marktwert, sondern ein sehr viel niedrigerer Preis und damit ein Problem.
Es gibt einige, die bereit sind, mitzuwirken. Es gibt auch Bereiche, die gehören einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft bereits. Es gibt auch Bereiche, die gehören der Stadt Frankfurt selbst. Aber die Mehrheit sagt, wir wollen zu den Konditionen, die hier im Raum stehen, nicht mitwirken. Überall, wo wir hinkommen, ist die Begeisterung begrenzt. Oder man will, wenn man entwickelt, natürlich auch einen satten Gewinn dabei machen. Doch wer Wohnraum dringend braucht, kann Druck machen. Gebiete nach Baugesetzbuch zur städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme erklären. Die friert Bodenwerte ein. So können Bodeneigentümer keinen Gewinn machen. Zum Beispiel Ackerland, 23 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen Kosten für Planung, Ankauf und Erschließung. Dafür nimmt die Kommune Kommunalkredite auf als Treuhandvermögen. Alle Kosten zusammen ergeben den Endwert. Der wird durch Verkauf der bebauten Fläche refinanziert. Eventueller Überschuss geht an die Alteigentümer. Auch bei der Entwicklung des Riedberg-Quartiers wurde so vorgegangen. Wahrscheinlich bleibt die Stadt auf einem Defizit sitzen von fast 70 Millionen Euro. Noch etwas anderes wird schwierig. Hier im Nordwesten, unter diesen guten Ackerflächen, sammelt sich Grundwasser und über ihnen bildet sich Kaltluft. Wichtig zur Kühlung der Stadt, so sind dies auch ökologisch besonders wertvolle Flächen. Man muss sich klar machen, wenn dort gebaut wird, kann man das natürlich optimieren und minimieren. Aber natürlich wird es so sein, dort wo ein Gebäude steht, ist die Fläche nicht mehr klimaproduktiv. Das ist klar. Das ist ein Zielkonflikt. Und ich sage mal, wir haben eine ganze Reihe von Themen, die da in einen Topf kommen. Und letztlich müssen wir gesellschaftlich entscheiden, was uns wichtiger ist. Widerspruchsfrei wird es nicht zu haben sein. Was ist uns wichtiger? Feld oder Beton? Ackerfläche oder Wohnraum? Dieser Konflikt wird das Wachsen der Stadt Frankfurt weiter begleiten. Ja, das Problem mit fehlender Fläche hat Motzenrode im Werra-Meißner-Kreis definitiv nicht. Der Ort mit nicht mal 200 Einwohnern liegt in der hessischen Schweiz, ist umgeben von Wäldern und Hügeln. Motzenrode ist unser dolles Dorf der Woche und hört sich ziemlich idyllisch an. Aber als unser Team da angekommen ist, fiel erstmal ein Schuss. Was es damit auf sich hat und was sonst noch so geht in Motzenrode, bitteschön. Der Teig wäre schon mal soweit. Im Backhaus von Motzenrode ist der Heimatverein fleißig. Roggenmischbrot in Handarbeit. Denn kaufen ist einfach nicht dasselbe. Wenn man hier ein Brot raus isst, das schmeckt ganz anders. Auch ob er vom Bäcker ist, das ist ein ganz großer Unterschied. In Handarbeit ist auch das Backhaus entstanden. Ende der 80er, vom ganzen Dorf zusammen. Das Material alles kleine Schätze aus der Region. Wie die Türklinke, mit der gelangte man früher in die alte Dorfschule. Das ist aus dem Dorf entstanden. Es gab hier so eine Art Vorarbeiter, sage ich jetzt mal, der damalige Ortsvorsteher. Der war vom Fach, vom Bau. Und es gab Zimmerleute, Handwerksmeister halt und Elektriker. Und so hat man sich eben zusammengefunden und hat das Ganze dann eben in Eigenleistung hochgezogen. Während das Brot ruht, ein Überblick. Motzenrode, kleinster Ortsteil der Gemeinde Meinhardt im Werra-Meißner-Kreis. 154 Einwohner. Die nannte man früher Dückewerker, nach dem Fett der großen Ölmühle im Dorf. Der Mühlstein, heute nur noch Deko. Selbstversorger sind viele Motzenröder aber immer noch. Nachts hört man in den Wäldern schon mal einen Schuss. Dann gibt es frisches Wildfleisch. Das landet im Kühlraum von Ortsvorsteher Florian Gimbel. Der Justizangestellte hat auch selbst Schwein, Spitzohr und Schlappohr. Ein saugutes Leben auf Stroh mit Catering. Ein paar Tiere zum Eigenbedarf haben viele hier, die her- und zurückgekommen sind. In den letzten 5 bis 8 Jahren sind viele junge Familien hierher gezogen. Es haben sogar den Schritt gemacht und haben Häuser gebaut. Und ich glaube, die sind glücklich hier. So ist es auch Familie Gimbel selbst gegangen. Stefanie kommt aus der Nähe von Leipzig. Eigentlich hatten die 4 schon ganz woanders gelebt. Aber ohne Motzenrode ging es dann doch nicht. Ich habe gemerkt, dass es mein Mann wieder zurück in die Heimat zieht. Und dort, wo wir sesshaft geworden sind, wir hatten schon ein Haus gehabt zwischen Kassel und Göttingen, ist er nicht richtig heimisch geworden. Also hier ist anders, hier gibt es Berge und Motzenrode ist halt auch kleiner. Und besser? Ja. Vor allem beim Zusammenhalt. Alle 2 Wochen trifft sich die Dorf AG. Die sorgt dafür, dass Motzenrode schön bleibt.
Der alte Dorfanger in der Ortsmitte war eigentlich nur eine Sandgrube. Alle zusammen haben daraus einen Minipark gemacht. Die 40 Jahre alte Dorflinde bekam eine Rundbank. Zu der geht es jetzt über einen neu gepflasterten Weg. Wir machen auch viel zusammen im Dorf. Wir machen es halt gerne. Ich muss dazu sagen, wir übertreiben es aber auch nicht mit der Arbeit, weil das Bier danach soll auch noch schmecken. Logischerweise, oder? Keine Frage, das machen wir schon. Aber es kommen immer wieder neue Ideen dazu und das macht die Sache halt interessant. Zeit für eine Stärkung. Im Backhaus ist mittlerweile der Ofen heiß. Die Brote können rein. Rettungssanitäter Dennis Wernisch hat mal Bäcker gelernt und hat ein wachsames Auge auf die Backwaren. Bei so einem Ofen muss man immer alles im Blick haben, sonst verbrennt es auch schnell. Weil es manchmal auch sein könnte, dass er dann doch zu heiß ist. Und ja, weil er, wie gesagt, ja auch mit Feuer angeheizt wird. Ausnahmsweise hat sich Pfarrerin Jutta Groß für uns an die Orgel in der Dorfkirche gesetzt. Die ist so klein, dass zurzeit nur 7 Besucher kommen dürfen. Die können dann ein ganz besonderes Fenster sehen. Hoffnung steht da in Blindenschrift. Könnte man auch anfassen, wäre sie nicht in 5 Metern Höhe. Das ist der Witz bei der ganzen Sache. Wenn man nämlich sitzt und sich dieses Fenster anguckt, dann überlegt man, hat das irgendeine Bedeutung oder nicht? Und insofern kommt man dann natürlich gut ins Gespräch miteinander. Die Motzenröder haben auch eine sehr laute Leidenschaft. Historische Trecker, viele aus den 50ern. Für uns gibt es eine Ehrenrunde. Das älteste Schätzchen gehört Volker Gimbel. Eicha ED16, Baujahr 1955, 16 PS, luftgekühlt, 1 Zylinder. Das ist schon ein Schmuckstück, weil es da gar nicht mehr so viel von gibt. Und die sind gesucht, gerade diese Eier. Mit dem 1 Zylinder, den unverwechselbaren Sound, den der Eier hat. Ist schon ein schöner Trecker. Auch treckergetrieben, der Wagen für die Kirmes. Die musste dieses Jahr wegen Corona wieder ausfallen. Trotzdem fuhr das Team von Haus zu Haus und brachte die Leute da zum Tanzen. Denn ohne Party geht es nicht im Ort. Das ist einfach geil. Das ist super. Die Stimmung ist klasse. Der Zusammenhalt ist super. Wahnsinn. Einfach klasse. Das Backhausbrot und selbstgemachte Wurst für alle. Die Motzenröder halten zusammen. Ein dolles Dorf. Du weißt, ich liebe das Leben. Ein dolles Dorf mit guter Laune. So, das war's von uns. Simone Kinas hat gleich noch das Wetter. Und nach der Tagesschau gibt's eine Doku über die Loire und wie der Fluss die Menschen in der Umgebung prägt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sag tschüss, bis morgen.